Jim, Eren no koi ga. An alle Zuschauer, mein Name ist Geoff Michel. Heute präsentiere ich euch Videospielmomente, wo wir uns alle eingeschissen haben. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich hab's gerade komplett übertrieben, aber ey, einmal könnt ihr mir es doch wohl gönnen. Einige Spiele in unserer Gaming-Welt wollen gar nicht gruselig sein, doch einige Entwickler müssen uns Spieler hassen, da sie in Spielen, die nichts mit Horror zu tun haben, so etwas einbauen. Schauen wir uns doch mal gemeinsam ein paar weitere an. Bei Fallout 4 würden so einige behaupten, dass sie überhaupt keinen Schiss gehabt haben. Doch mir und ich wette einigen von euch da draußen ging es da anders. Alleine dieses Gefühl im Spiel, allein in der postapokalyptischen Welt zu sein, hat mir nicht gefallen. Und die Angst, dass jetzt jeden Moment etwas extrem Starkes um die Ecke kommen könnte, hat mich erst bei diesem Spiel gegen Ende verlassen, wo ich extrem OP war. Wieso? Ganz einfach. Hier gibt es Orte wie beispielsweise das Museum der Hexerei. Alles ist hier seltsam und düster. Grusige Schaufensterpuppen, die hier und da liegen. Und als ob das nicht reicht, hören wir seltsame Geräusche vom oberen Stockwerk. Und dann werden wir auch von einem verdammten Deathclaw angegriffen, der es sich hier anscheinend gemütlich gemacht hat. Metal Gear Solid ist ein Stealth-Action-Spiel, wo es deine Aufgabe ist, eine Bande von Terroristen aufzuhalten, die unbedingt den sogenannten Metal Gear, einen mega Riesenroboter, aktivieren wollen, das auch nukleare Raketen schießen kann. Hier würde man einfach nichts Gruseliges erwarten, bis wir zu der berühmt-berüchtigten Flurszene kommen. Das Ganze hier ist für dieses Spiel nicht nur ungewöhnlich brutal, sondern auch fucking creepy. Wir sehen tote Soldaten, die komplett auseinandergenommen wurden und der eine wird gerade noch auseinandergenommen, sagt, bevor er stirbt, ein Geist. Doch Gott sei Dank ist es natürlich kein Geist, aber ein verdammter Cyborg-Ninja. Das macht die Situation auch nicht besser. Fast jeder Teil der Batman Arkham Reihe hat hier und da seine Horrorsequenzen. In Batman Arkham Asylum waren es die Scarecrow Abschnitte und in Arkham Knight haben wir sogar mehr von dem Scheiß. Beispielsweise Man-Bat, der uns aus dem Nichts jumpscared. Doch eine bestimmte Szene in Arkham Knight muss hier unbedingt rein und um die geht es auch. Hier wird Batman mit Scarecrows Angstgas zugepumpt und wir übernehmen die Rolle von Joker. Die Passage hier könnte einfach direkt aus einem Horrorspiel sein. Ich weiß, wie viele von euch da draußen Far Cry 5 lieben. Also packe ich noch für euch ein weiteres Mal Far Cry 5 rein. In diesem Spiel gibt es viele Verstecke, die wir finden und looten können. Und nichts davon ist eigentlich so richtig gruselig. Bis auf das Side-Effects-Versteck. Das ist auf den ersten Blick eine verlassene Mine, die allerdings mit einer Substanz namens Bliss gefüllt ist. Bliss ist ja eine Droge und wenn du die abbekommst, fängst du langsam an durchzudrehen und seltsamen Scheiß zu sehen und zu hören. Und genau das passiert uns auch hier. Ich liebe die gesamte Uncharted-Reihe, allerdings frage ich mich, was zur Hölle mit Teil 1 los war und wieso es nicht davon mehr gab. Denn hier suchen wir als Nathan Drake den sogenannten Eldorado-Schatz, das im Endeffekt ein riesiger goldener Sarkophag ist, das man lieber zulassen sollte, da wenn es geöffnet wird, die Menschen in Monster verwandelt. Alleine dieser Twist, dass man aus einem Abenteuer-Action-Spiel ein kurz mal Horrorspiel gemacht hat, war einfach extrem nice. What the hell's going on out there? Didn't you see them? Oh no, oh god, no! We're trapped! Jesus, what is that? We're dead! We're all dead! No! Eddie, get back here! Oh, crap.
In Uncharted 2 sind wir in den Gebirgen von Nepal unterwegs und am Anfang läuft auch alles nach der bekannten Uncharted-Manier. Explosion hier, Geballer da. Shit. Doch dann kommen wir an einen Punkt, wo es so scheint, als würden wir von seltsamen Kreaturen verfolgt werden, bis es sogar zu einem tatsächlichen Angriff kommt. Jake! Allerdings merken wir später, dass diese Monster gar keine Monster sind, sondern Menschen, die besonders widerstandsfähig und stark wurden durch den Baum des Lebens in Shambhala. Die neuen Tomb Raider Teile haben schon so die ein oder andere gruselige Stelle. Doch das erste Reboot, welches 2013 rauskam, hat sich mit einer bestimmten Szene in mein Hirn gebrannt. Hier werden wir nämlich im Laufe der Story von irgendwelchen Kultisten gepackt, verprügelt und verschleppt. Um von hier abzuhauen, springt Lara einfach in einen Abgrund. Und wir fallen in einen widerlichen, blutigen Pool, wo man klar und deutlich Körperreste umherschwimmen sehen kann. Ich frage mich ehrlich, wie diese Entwickler plötzlich auf so eine brutale Szene kamen. I can't see the body. I don't think she survived the fall. Let's get down there. Come on. Demon's Souls ist vielleicht für einige alleine wegen dem Schwierigkeitsgrad ein Horrorspiel. Ich für meinen Teil bin ein extremer Pro-Player, der jedes Mal behauptet, er wäre ein Pro-Player, der dann hinterher um die 40.000 Mal stirbt und ausrastet. Deswegen fand ich auch nur eine Stelle im gesamten Spiel extrem ungemütlich und gruselig. Die Rede ist von Latria. Das ist im Grunde eine Stadt, die aufgeteilt ist in zwei Bereiche. Einmal der obere Bereich und dann der untere. Im unteren Bereich laufen irgendwelche fucking Tentakel-Octopus-Demo-Gorgon-Viecher rum, die einfach next-level widerlich sind und mir jedes Mal eine Gänsehaut verpassen. Noch ein weiteres Mal muss ich hier in diese Videoreihe einen GTA-Teil rein. Ich wette, bestimmt einige von euch haben diese eine Mine im Spiel gefunden, wo man denkt, dass jeden Moment ein Jumpscare kommen könnte. Doch soweit ich weiß, ist hier nichts. Es ist einfach nur fucking gruselig, da herumzulaufen. Allerdings weiß ich nicht, weshalb so ein großes, ungenutztes Areal da einfach rumsteht. Und da wären wir auch am Ende angekommen, Freunde. Hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal für den allerbonnersten Gaming-Content. Man hat kurz nur Scheiß trinken. Einfach, da stand gerade einfach der Popschutz von dem Mikrofon weg. Jedenfalls hinterlasst ein Like und abonniert den Kanal für den allerbonnersten Gaming-Content hier auf YouTube.